Forschungsstart im letzten Gebiet, weißes Frostland. Dort lernen wir auch Perlas Meister Ren kennen, der mich allerdings hatet. Ich habe mich schon mal passend eingekleidet, denn gleich geht es in das letzte Gebiet von Pokémon-Legenden Arceus, das Schneegebiet. Zuvor möchte ich euch aber noch mein neues Teammitglied vorstellen, Hisui Viscogon. Das ist dann schön golden und mega stark. Es hat wirklich heftiges Set, mega krasse Attacken und den geilen Drache-Stahl-Typ. Insane. Wie das normale Viscogon entwickelt es sich auf Level 50 bei Level Up im Regen. Wow, meine Helferin vom Forschungstrupp. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich würde den Acker gern noch erweitern, aber diese großen Felsen liegen mir im Weg. Falls du zufällig ein Pokémon dabei hast, das die Attacke Zertrümmerer beherrscht, wäre sehr verbunden, wenn du es mir ausleihen könntest. Hab ich bestimmt. Ja, wirklich? Ziemlich sicher, ja. Vielleicht ein passenderes? Ja, Rehorn fühle ich. Kannst du haben. Mit der Hilfe deines Pokémon können wir den Acker erweitern. Was für ein Anblick. Ein Felsen nach dem anderen wird mühelos zertrümmert. Ja, dürfen wir leider nicht sehen, wie immer. Mit genauso viel Wucht werde ich die Hacke schwingen, um den Acker zu erweitern. Und fertig. Zauberei. Sieht das an. Dank euch werden wir hier die feinsten Feldfrüchte anbauen können. Ich würde dein Pokémon gern noch eine Weile behalten, ne? Du kannst es aber jederzeit austauschen, du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid. Und wisst ihr schon Bescheid, dass es in Jubeldorf 3 Inkognito gibt? Die werden wir uns jetzt schnappen. Eines befindet sich hier beim Seiteneingang, durch den man kommt, wenn man das Spiel startet, und zwar an dieser Stelle. Gefühlt ist bei den Inkognitos das Fangen am verbuggtesten. Was ist das, Game Freak? Es ist so traurig, wirklich. Ich habe gestern auch wieder im Stream auf Twitch mit euch geshiny-hunted und das war wirklich eine absolute Katastrophe. Wie da die Pokebälle aus nicht ersichtlichen Gründen verschwunden sind. Oder einfach an dem Pokémon oder kurz davor zertrümmert sind. Ich check das nicht. Hier oben ist ein weiteres. Mega schwer zu sehen. Hier. Am Kopf des Carpador. Ja gut, das war jetzt ein bisschen zu hoch. War mein Fehler. Bei den Flügelbällen immer darauf achten, dass man ein gutes Stück drunter ansetzt. Dachte jetzt nur, okay, vielleicht aufgrund der Entfernung passt das dennoch. Nein, tut es nicht. Hinter unserem Haus chillt eben... Der mag den Flügelball wohl nicht oder so. Keine Ahnung. Das ist so, oh, das ist so schlecht. Mir fällt einfach nichts ein. Oh, du kommst genau richtig. Ich brauche deine Hilfe, um eine neue Frisur zu erfinden. Ein Pokémon wäre eine gute Inspirationsquelle. Momentan schwebt mir Traunfigil vor. Ich habe das Gefühl, dass ich eine unheimlich tolle Frisur kreieren könnte, wenn ich mir nur einen Traunfugel genauer ansehen könnte. Wenn du eins hast, dann lass es mich anschauen. Das trifft sich gut. Denn wie gesagt, war der gestrige Stream zwar eine Katastrophe, aber ich habe nicht gesagt, dass er erfolglos war. Ihr ahnt es schon, wenn ihr nicht dabei gewesen seid. Folgt mir gerne auf Twitch. Shiny Traunfugil. Und ja, es ist hässlich. Also im Vergleich zum Original wirklich ugly, aber gut. Aufgrund seines nächtlichen Geheuls fürchten sich viele Menschen vor Traunfugil. Aber jetzt, wo ich mal eins aus der Nähe gesehen habe, finde ich sie gar nicht mehr so beängstigend. Sieh nur, wie anmutig sein Körper wogt und flattert. Das ist es, ich hab's. Mir ist eine großartige Frisur eingefallen und dazu auch noch die ideale Haarfarbe. Das habe ich alles Traunfugil und dir zu verdanken.
Was meinst du? Gleich mal ausprobieren? Ja. Machen wir. Gerne doch. Das Traunfugel kam übrigens im First Try. No joke. Aber davor, wie gesagt, unendliches Pech und Betrug und naja. Ich habe das als Entschuldigung vom Spiel wahrgenommen. So, der Haarschnitt hat mir jetzt doch nicht so ganz gefallen und die Haarfarbe, ja, da hat man sich jetzt auch schon satt gesehen. Was hast du denn Neues am Start? Oh, langer seitlicher Pony, das erinnert an Rosalina. Seitenzöpfe, extravagant. Ja, ich glaube, das sind die drei neuen. Dann nehmen wir doch ganz eindeutig den seitlichen Pony. Und ja, ich mache mir wieder goldene Haare. Es hat mir einfach am besten gefallen. Augenbrauen, schwarz. Uhu, du da, weißt du, was für ein Pokémon das ist? Wie heißt es? Was kann es, hä? Welches denn? Carpador? Das kann gar nichts. Außer herumplatschen. Es platscht herum? Okay. Ist es stark oder cool? Kann es fliegen? Nee. Nichts davon. Was? Warum nicht? Das sind doch Flügel an seiner Seite, oder? Sag schon. Ja, nee, nicht wirklich. Es kann hoch springen, aber sonst. Erzähl mir bitte noch mehr. Bitte, bitte, bitte. Du wirst ganz viel über Carpador rausfinden, ja? Du musst mir dann unbedingt seinen Eintrag im Pokédex zeigen. Ich bin so gespannt. Carpador haben wir im letzten Part erst gefunden. Ich habe Offcam den Eintrag vervollständigt. Echt? Hast du ihn? Zeig mal her. Ich habe so viel gelernt. Ich bin jetzt eine richtige Carpador-Professorin. Ich weiß sogar etwas, das du nicht weißt. Sesenke hat mir nämlich etwas verraten. Sesenke hat mir erzählt, dass sie diese Carpador-Statue selbst gebaut hat. Auch wenn sie eigentlich lieber eine Garados-Statue gebaut hätte. Weil Garados total groß und stark und cool ist und sogar fliegen kann, hat sie gesagt. Ja, das sieht man auch im Obsidian-Grasland. Aber sonst hat man das bisher noch nie gesehen im Pokémon. Deswegen hat das sehr viele verwirrt und einige dachten auch, es sei ein Bug. Aber anscheinend nicht. Und weißt du was? Carpador können sich zu Garados entwickeln. Tschüss! Wenn ich du wäre, würde ich noch ganz viel über Garados rausfinden. Kann ich machen, ja. Danke für das Sonderbonbon. Übrigens, einige Quests können auch nach Abschluss nochmal getriggert werden und erzählen eine erweiterte Geschichte. So zum Beispiel hier bei Goro. Na, was macht die Forschung? Wir beide hier verstehen uns blendend. Nanu, was ist denn mit Papi Nessa los? Fantastisch! Papinessa hat sich zu Schaloko entwickelt. Nicht mehr lange und aus dir wird ein elegantes Papinella, Papinessa. Hani! Oh nein! Es ist ein Panikorn! Das heißt, es wird sich zu Pudox weiterentwickeln. Oh shit. Ich bin gespannt, wie er reagieren wird. Übrigens, ich habe mir wieder einige neue Taschenplätze gekauft, weil man ja gemerkt hat, okay, wir brauchen mal wieder neue. Denn Boku, Elektroball ist besänftigt. Aha! Wächter Tsubaki fragt sich also, ob die Rage der Könige und Königin eine Art Prüfung des ehrwürdigen Sinnoh sein könnte. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen, aber wenn es so sein sollte, was genau würde ihr ehrwürdiges Sinnoh dann damit bezwecken, ja? Die Könige und Königinnen in Rage zu versetzen, sag mal. Kein Plan, Mann. Ist es wütend? Wenn ja, weshalb? Möchte es Menschen und Pokémon auseinandertreiben? Ach, wir Menschen können einfach nicht wissen, was in Pokémon vorgeht, genau wie bei den Frauen. Bitte? Ach, war nicht so gemeint, Mann. Und was ist der Riss im Raum Zeitgefüge überhaupt, hä? Warum hat es sich geöffnet? Ah, aber du musst erschöpft sein. Ich würde vorschlagen, dass du in der heißen Kost erstmal auf meine Kosten dich vollfrisst, ja? Ich habe Mubashi schon angewiesen, dass er die feinsten Kartoffelmochi zubereiten soll, ansonsten mache ich ihn den Kopf kürzer und die Küche zu. Okay. Dann wird sich jetzt ordentlich gegönnt, wa? Thank you.
Heute geht das Essen auf Expeditionsstätte in Baku. King. Was für ein wunderbarer Duft. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Das ist aber sehr großzügig vom Boss. Ich habe gehört, dass es dank unserer Erforschung der Pokémon nun leichter ist, diverse Materialien zu sammeln. Aber du bist schon wirklich eine Klasse für sich. Noch vor kurzem warst du ein Niemand mit unbekannter Herkunft und nun giltst du quasi als Retterin der Hisui-Region. Ein Niemand? Hallo? Durch all die gefährlichen Missionen, die du erfüllen konntest, hast du dir das Vertrauen der Bewohner von Hisui verdient, Domina. Und wie heißt es so schön? Unser Betragen ist ein Spiegel unserer selbst. Du lässt deine Taten für dich sprechen. Deswegen spielt deine Herkunft auch keine Rolle. Jetzt bist du ein Mitglied des Forschungstrupps und eine waschechte Jubeldörflerin. Yay! Am nächsten Tag. Und ja, natürlich geht der Part weiter. Das mit dem König hat sich das letzte Mal so sehr gezogen. Das war die ganze Fresserei und Berichterstattung hier rein verfrachtet haben. Es ist gut, früh aufzustehen. Ja, ist es, aber schwer zu realisieren. Wirklich? Es ändert ja nichts an dem, was man den Tag über tun kann. Das stimmt allerdings. Doch, denn Morgenstund hat Gold im Mund. Beispielsweise konnte ich so der Einladung von Expedition Sultan Boku möglichst früh Folge leisten. Na und? Ich bin genauso früh da wie du. Und ich musste sogar noch früher aufstehen als du, weil ich den ganzen weiten Weg hierher gelaufen bin. Deswegen musst du noch lange nicht so einen Aufstand machen. Du kommst auch, oder? Du weißt ja vermutlich schon, worum es geht. Bis zum Hauptsitz ist es eh nicht mehr weit. Stimmt, im letzten Gebiet müsste doch eigentlich die Siedlung des Pearl Clans sein, oder? Die haben wir bislang nämlich noch nicht gefunden. Du hast nun 4 Könige und Königinnen besänftigt. Wie viele gibt's noch? Als ich davon hörte, dass in Hisui allerorts Könige und Königinnen in Rage verfielen, habe ich mir ernste Sorgen um die Zukunft aller gemacht. Wer hätte jemals geahnt, dass jemand wie du aus dem Himmel stürzen und sich so für uns ins Zeug legen würde? Man lernt eben doch nie aus. Nun, es gibt noch einen letzten König, der sich im weißen Frostland befindet. Aktilas. Der hat eine Hisui-Form? Laut Perla soll er der mächtigste unter den Königen und Königinnen sein. Ja, also deine nächste Mission. Kümmere dich um den letzten König, besänftige Aktilas. Vielleicht zeigt sich dann ja auch beim Riss im Raumzeitgefüge irgendeine Veränderung. Okay. Der Pearl Clan, der Diamant Clan und die Galactic Expedition werden sich der Sache gemeinsam annehmen und für eine strahlende Zukunft sorgen. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns dann im weißen Frostland. Zieh dich besser warm an. Hab ich. Siehst du das etwa nicht? Egal wie viele Pokémon du besänftigst, es gibt immer noch einige Leute, die dich als Fremde betrachten und dir deshalb misstrauen. Also davon merke ich nichts, aber okay. Wenn du ihr Vertrauen gewinnen willst, musst du weiterhin deine Tugend tatkräftig unter Beweis stellen. Digga, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich helfe den ganzen Leuten hier und die feiern mich. Was zum... What the... Was ist denn jetzt los? Abra, teleportier dieses Scheusal weg! Ja gut, also... Wampel habe ich auch schon mal gescheiden gehandelt. War furchtbar. Ich kann sie verstehen. Als nächstes wird dich deine Forschung also ins weiße Frostland führen. Das ist die unbarmherzigste Gegend in Hisui. Also die ist wirklich jetzt kahl und brach, meinst du, oder was? Du bist die Einzige, der ich die Erforschung des weißen Frostlands anvertrauen kann. Und das ist keine Übertreibung. Du weißt, was du zu tun hast. Erfüll deine Mission. Dann gehe ich mal von aus, dass mein Rang ausreicht. Hab auch nichts anderes erwartet. Let's go! Wir wollen noch so viel es geht davon mitnehmen. Aber natürlich werden wir wie immer aufgehalten.
Dann wollen wir mal in Richtung weißes Frostland aufbrechen, ne? Let's go. Ich weiß natürlich, dass es durch die Rage der Könige und Königinnen Verletzte gab und wir sie deswegen beruhigen mussten. Das Aktillas im weißen Frostland hat jedoch niemanden etwas zuleide getan, you know? Ich frag mich also, ob da wirklich Eingreifen notwendig ist. Bei seiner gewaltigen Größe könnte es nur zu leicht eine Schneelawine auslösen. Ein solches Unglück ist auch ohne das Zutun eines Pokémon nie auszuschließen. Ich weiß einfach nicht so recht, ob das der richtige Zeitpunkt für eine Intervention ist. Es ist ja noch nichts passiert und dafür schicken wir Domina auf eine so krass gefährliche Mission? Ach, schon okay. Es heißt allerdings auch, dass die Pokémon selbst unter ihrer Rage zu leiden haben. Sie zu besänftigen käme ihnen also sogar noch zugute. Wir wissen leider herzlich wenig über die Könige und Königinnen. Wir wissen weder, warum sie in Rage verfallen und ob sie tatsächlich darunter leiden, noch ob wirklich ein Zusammenhang mit dem Riss im Raum-Zeitgefüge besteht. Ich frage mich, welchen Zweck das Besänftigen der Königinnen und Könige oder die Erforschung der Pokémon für Expeditionsleiter Denboku hat. Was erhofft er sich von all dem? Kein Plan, Mann. Schutz? Frieden? Gut. Pokémon verstehen zu lernen, wird nicht zuletzt auch unsere Sicherheit gewährleisten. Nur ist das wirklich Rechtfertigung genug für Missionen, bei denen Pokémon nicht erforscht, sondern quasi grundlos besänftigt werden? Ach Gottchen, wie schlimm. Professor. Oh, sorry. Ich wollte dich nicht von deiner Mission ablenken, Domina. Nein, ganz im Gegenteil, du hast unsere vollste Unterstützung. Ich für meinen Teil unterstütze dich, indem du an mir dein Kampfgeschick auf die Probe stellen kannst. Ich hab's geahnt. Ich gewinne eh immer. Ja, stimmt ja auch. Der hat ja auch nichts drauf. Mag sein, aber ich bin dir trotzdem dankbar. Wärst du nicht in unsere Welt gepurzelt, hätte ich wohl nie an Pikachus Seite zu kämpfen gelernt. Naja, mein Beileid. Sag ich mal so. Drei Pokémon hast du jetzt. Und dein Baby hat sich zu Pantimos weiterentwickelt. Das trifft sich gut. Pantimos Form Typ Fee. Ja, er versucht natürlich jetzt hier mit seiner Defensivtaktik länger durchzuhalten, aber ich vertraue mal der Stallattacke unseres gigantischen Shiny Viscoron. Ach komm, aber das Staravia ist doch jetzt wirklich ein schlechter Scherz, oder? Also, du willst mich verarschen. Drachenpuls. Mit dem Sturzflug hast du natürlich versucht, alles rauszuholen, aber das prallt an mir ab. Und dieses Pikachu, das bekommt jetzt, was es verdient. Hyperstrahl. Flame Ape, zeig deinen neuen Move. Rest in peace. Du kämpfst mit deinen Pokémon, als ob das das Selbstverständlichste auf der Welt wäre. Ja, ist es auch, oder? Gutes Gelingen bei deiner Mission im Frostland. Aktillas ist gewaltig groß. Das wird wirklich gefährlich. Ich beneide dich nicht darum. Ich werde mich ebenfalls ins weiße Frostland aufmachen. Die Mütze sitzt ja bereits. Also, go! Weißes Frostland. Und ich habe gerade nachgedacht, sieht das okay aus? Und dann sehe ich diesen Schimmer auf dem Eis. Aber cooler Tempel im Background. Schön, dass du es hergeschafft hast. Dann können wir ja nun gemeinsam frieren. Du wirst es nicht glauben, aber das weiße Frostland hat nur äußerst selten Besucher. Ach, als ob. Eigentlich kommt nur Tao Hua ab und zu mit seinem Produktionstrupp hierher, um Materialien zu sammeln. Doch, wo immer Pokémon sind, darf auch der Forschungstrupp nicht weit sein. Aktillas hält sich beim Eisgipfelkampffeld auf. Das liegt noch ein ganzes Stückchen weiter.
Diese Mission ist zweifelsohne ein gefährliches Vorhaben. Lass dich also so gut von Perla und Dian beraten und tu bitte nichts Unüberlegtes. Hallo Mina, angenehm frisch hier, findest du nicht? Ja, du hast ja auch nichts übergezogen, ey. Sag mal, frierst du denn gar nicht? Ach was, mir ist eher zu warm. Außerdem wird's gleich noch viel, viel kälter, wart's nur ab. So langsam wird mir eins klar. Dass wir uns nie einig sind, hat rein gar nichts mit unseren Clans zu tun, sondern mit dir und mir. Wir werden uns nicht richtig verstehen, oder? Jedenfalls nicht, solange du und dein Clan eine falsche Gottheit verehrt. Das Markatling ist aber so. Das ehrwürdige Sinnoh hat den Raum erschaffen, nicht die Zeit verstanden? Ach, halte doch mal die Fresse. Ja, denk doch, was du willst. Wo müssen wir überhaupt hin? Zu meinem Meister natürlich. Er ist genau da, wo man ihn auch sonst immer findet. Und das wäre dann wo? Du redest doch von Rennen, oder? Wo finden wir ihn? Das habe ich doch gesagt. Dort, wo es noch viel, viel kälter ist. Bei dem Eisblock. Du hast sie gehört, Termine? Dann los. Toll. Lass uns ruhig hier zurück. Deswegen kann ich Leute nicht ausstehen, die es immer so eilig haben, als würde ihnen die Zeit davonlaufen. Pass jedenfalls gut auf dich auf, Domina. Wir sehen uns dann am Arktelos Eisblock. Ihr Meister? Das klingt zumindest interessant. Ein Schnäppke. Oh, warte, da fällt mir gerade ein, ich habe meine Pokebälle für den Shiny Hunt in die Box gelegt und vergessen wieder rauszuholen. Und jetzt mache ich auch noch so einen dummen Fehler hier. Sorry dafür. Will eure Zeit natürlich nicht verschwenden. Ich glaube, das ist gar nicht so scheu. Das Schnäppke. Kann ich da runter? Weil theoretisch könnte ich doch auch einfach mit Sneeboss wieder raufklettern, oder? Da haben wir Griffel. Oh, und sogar eine Eishöhle. Aber ich glaube, für diese Folge würde ich jetzt erstmal straight zum Ziel gehen wollen. Wie groß ist denn die Karte hier eigentlich? Müsste ich gleich mal nachschauen. Oh, der kam wieder raus aus dem Superball? Bitte? Als ob. Yo! Die Map ist ja fast noch größer als das Bergland. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich muss echt sagen, dass dieser Tempel mein Interesse geweckt hat. Quiekel und Keifel. Safe gibt's irgendwo ein Elite-Mammutel. Er hat mich gespottet. Gut, dann lass uns kämpfen. Ich will dich nicht unbedingt besiegen, aber es liegt an dir. Abgeschwächter Flammenwurf. Wenn du stirbst, dann selber schuld. Ja, es lebt sogar noch. Nice. Vorsicht, Eiszapfhagel. Das kann schon mal wehtun. Ja doch, ich schmeiß mal einen Hyperball. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit und ich würde schon gerne auf schnell spielen jetzt. Es war halt echt ein bisschen ungünstig, wie die letzte Folge geendet ist, aber ich habe das absolut nicht erwartet, dass dieses Elektroball so unglaublich stark ist und der Kampf sich ein bisschen zieht. Haspirohr, finde ich, passt sehr gut in dieses Gebiet. Ich muss sagen, ich vermisse es schon fast, dass es kein Hisui-Haspirohr gibt. Einfach so einen weißen Schneehasen. Wie geil wäre das denn gewesen, ey? Verpasste Chance. Aber ja, bin auch sehr gespannt auf das Arktilas. Ein bisschen brach ist es hier schon. Die Textur ist aber zumindest nicht so mega ugly wie die anderen. Sie ist auch bei weitem nicht schön. Boah, Elektrik.
aber nicht ultra ugly. Das ist schon mal sehr positiv. Meint ihr, ich kann das ablenken? Hier mit dieser Wildbierbeere? Das wäre super, oder? Komm schon. Ja, es mag die Beere auf jeden Fall. Bam! Elektrik sieht für mich immer so aus wie so ein Außerirdischer. Nein, nicht dein Ernst. Was? Ja, Level 49, ne? Oh, und der schlägt mir direkt mit beiden Fäusten in die Fresse. Na warte, Felsaxt! Geht daneben? What? Ist das dein Ernst? Dann werfe ich direkt den Hyperball, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Besser ist das. Was eine Nervensäge. Hält sich auch für besonders krass. Ja, moin. Na, wobei, warte, ich glaube, ich fange die alle im nächsten Part. Oder zumindest das Rex-Bleezer. Oder vielleicht, ja doch, es wird mit Sicherheit auch noch einen Elite-Rex-Bleezer geben. Ich will jetzt doch erstmal noch schnell zum Spot. Hier Nontor. Da unten gibt es noch eins. Und die Vorentwicklung von Arctelas. Fällt mir sogar gerade der Name gar nicht mehr ein. Bei weitem kleiner. Zack. Die Überraschung ist geglückt. Das Fangen auch. Oh, da glitzert was. Vielleicht kann ich den so mitnehmen. Das wäre super. Och, komm. Dann halt nicht. Aber fangen wir alles noch, Leute. Kein Stress. Also, heute schon, aber das nächste Mal nehme ich mir mehr Zeit für die Pokémon. Denke aber, dass die meisten, die wir jetzt gesehen haben, sowieso überall in dem ganzen Gebiet sind. So, und das ist der Meister, ja? Der kalte Wind hat mir fast die Ohren vom Kopf gefroren und wozu? Alles nur, um mitten in nirgendwo hier mir den Arsch abzufrieren. Dieser ehrenwerte Herr ist Arctelas Wächter und mein Meister. Zeig gefälligst etwas Respekt, Dian. Wohlan, erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Ren. Ich diene dem Pearl Clan als Wächter. Du gehörst zur Galactic-Expedition? Dann musst du Domina sein. Lass mich dir gleich eine Frage stellen. Weshalb möchtest du Arctelas besänftigen? Ist halt mein Job. Ah ja, dann meine nächste Frage. Was genau ist denn das Problem an seiner Rage? Lawinengefahr. Was würdest du tun, wenn das hier nicht deine Mission wäre? Was sagt dir dein Herz? Also ich will's besänftigen, weil so eine Rage kann nicht gesund sein. Nun hör mir gut zu! Arctelas, unser König des Schneefelds! Macht weder Mensch noch Pokémon Ärger! Meister Ren, so beruhigt euch doch. Ihr habt recht, noch hat Arctelas niemandem Umstände bereitet. Doch ist es nicht auch unsere Pflicht, allen die Angst davor zu nehmen, dass so ein gewaltiges Pokémon die Kontrolle verlieren könnte? Doch, doch! Da ist schon was dran! In diesem Fall müssen wir dieses Mädchen aber zuerst auf Herz und Nieren prüfen. Nun, genug der Worte. Zück deine, wie nennt ihr sie gleich? Ach ja, Pokebälle. Du willst kämpfen? Meine Muskeln sind so unnachgiebig wie eine Wand aus Eis. Kannst du sie durchdringen? Was soll das werden? Also ja, er will kämpfen? Mit zwei Pokémon gleichzeitig. Oh ja. Okay. Sehr fair. Aber wenn er keine Pokébälle hat.
Wie hat er die Pokémon denn jetzt gerade hergerufen? Oder wie gehorchen die ihm und all sowas? Hallo, darf ich auch noch irgendwas machen? Danke! Bitte besieg es. Gut. Aber er hat zumindest zwei coole Pokémon mit Firnontor und Frostige. Aber dieser Kampf endet jetzt. Gut gekämpft. Damit wäre dann das Eis zwischen uns gebrochen. Hey ihr, dieses Mädchen hier ist in Ordnung. Ich danke euch, Meister. Es gibt Leute, die aufgrund ihres rätselhaften Erscheinens Zweifel an der Mine haben, doch ich vertraue ihr absolut. Wenn du Aktelas unbedingt besänftigen willst, besorge etwas Permaeis und bring's zur Hoheitsstätte. Um an Permaeis zu gelangen, musst du fliegen können und dafür brauchst du Waschakwil. Lange Rede, kurzer Sinn. Geh und such ein Mädchen namens Sabi. Der Sinn ist mir etwas zu kurz. In Rätseln zu sprechen ist alles andere als zeiteffizient. Aktelas ist doch ein König des Pearl Clans. Da wäre es etwas seltsam, wenn ich die Sache erkläre. Aber sei's drum. Aktelas ist ganz versessen auf Permaeis, das sich auf den im Frostland stehenden Eisblöcken finden lässt. Und hier kommt der Diamant-Clan ins Spiel. Weil nicht einmal Sneebos das Eis zu erklimmen vermag, muss man das Ziel aus der Luft mit Waschakwil ansteuern, so der Plan. Meister Rennen ist allerdings mal fast gelungen, einen Eisblock hinaufzuklettern. Es haben nur noch 2 Meter gefehlt. In Muskelmasse steckt eben wahre Klasse. Naja, Sabi schwebt jedenfalls in vielerlei Hinsicht ständig in den Wolken. Du wirst sehen, was ich damit meine. Du kannst dich ja mal zum Blizzard-Tempel aufmachen, dann wirst du schon irgendwo ihr begegnen. Sabi! Ach, sie an. Was ist denn das für ein Kitty? Meine hellseherischen Fähigkeiten haben mir verraten, dass wir zusammen Fang spielen würden. Schaffst du es bis zu mir? Was macht sie denn da oben? Jetzt verstehe ich, was du eben meintest, Diam. Gut. Kümmer du dich um das Mädchen. So kann ich mich wieder ganz meinen Muskeln widmen. Werden wir tun. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.